Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Defiant. Und es hat sich einiges getan, liebe Freunde. Ich habe jetzt so viel zu erzählen zu dem neuen zum Spiel, denn es ist doch in letzter Zeit einiges passiert. Ich habe längere Zeit nicht mehr gespielt. Heute ist übrigens der 10.6. Also ich habe das Video hier gestern für euch aufgenommen, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme mit den ganzen Katern. Jetzt, wo wir 4 Stück haben, wird es immer schlimmer. Also ich komme bald gar nicht mehr zum Aufnehmen. Ich muss auch mal wieder Terra muss ich wieder aufnehmen, da komme ich auch wieder nicht zu. Es ist im Moment das blanke Grauen bei mir. Aber was hat sich überhaupt in Defiance getan? Und zwar ist Defiance mittlerweile Free-to-Play. Das heißt, jeder von euch kann das Spiel spielen und muss nicht erst Geld dafür bezahlen, um es spielen zu können. Und ja, das ist doch eigentlich schon mal ein recht schöner Schritt in die richtige Richtung. Also es hat sich jetzt großartig nichts geändert, so wie ich das festgestellt habe, durch das Free-to-Play. Man kann es halt jetzt nur kostenlos jeder spielen, kann sich kostenlos jeder runterladen. Und ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, wir können das mal eben gucken, die ersten Staffel 2 Sachen. Da sind sie, Staffel 2. 2 Episoden kann man da jetzt mittlerweile schon spielen. Und da würde ich doch fast sagen, bevor wir jetzt die nächste Arena angehen, wobei wir müssen die nächste Arena angehen, sehe ich gerade, dann würde ich sagen, machen wir nach der nächsten Arena auf jeden Fall mal die Episodenmissionen, wenn die überhaupt noch spielbar sind. Ach scheiße, sehen wir jetzt nicht, ne? Solange wir in der Mission sind, sehen wir das gar nicht. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal eben die Arena machen. Das machen wir doch glatt mal. Und ich sehe gerade, wir haben sogar schon fast wieder ein Ego-Level ab. Verfügbare Gegenstände haben wir auch. Komm, dann gucken wir da auch nochmal eben kurz rein. 15 Stück, meine Fresse. Was ist denn hier los? Ach du Hei. Eichenkraft. Nehmen wir einfach mal mit. Noch ein Eichenkraft. Nochmal. Mein Gott, wie viel Eichenkraft haben wir denn da? Tägliche Eichenjägerbelohnung. Was haben wir da drin? Okay, das sind jetzt so Sachen, da muss ich erstmal durchblicken, was da jetzt alles neu dazugekommen ist. Okay, das ist ja klar, die Wette... Da ist ja noch was. Eichenbrecher tägliche Vorräte, 7. Legion tägliche Vorräte, meine Fresse, was ist denn hier los, hallo? Ja... Archentech Revolution, das war glaube ich das letzte DLC. Ja, oh, da haben wir die täglich Vorräte, was immer das auch sein mag, müssen wir gleich mal gucken. Veteranenvorratskiste, was haben wir denn da? Eine kleine SMG. In lila natürlich, da müssen wir gleich mal gucken, ob die vielleicht ganz gut ist. Die blauen Sachen interessieren mich mittlerweile auch nicht mehr, also lila und orange würde mich noch wohl interessieren. Oh, noch was. Habe ich aber bestimmt wieder Glück, dass das irgendwie was ist, so von wegen Feuerstöße und nicht durchgehend feuern. So, dann holen wir uns noch eben die wöchentliche Belohnung. Erneute Anpassung brauchen wir nicht. Alte Schule nehmen wir auf jeden Fall auch. Das müsste der neue Erfolg sein, weil wir halt das Spiel damals gekauft haben, als es noch neu war. Und man den Erfolg dann jetzt bekommt, nachdem es Free-to-Play ist und jeder spielen kann. Ja, ist auch schon mal nicht schlecht. Was zeigt er mir denn da an? Sind das Anzeigefehler oder kriege ich das jetzt immer noch alles? Ich muss gleich erstmal ins Inventar gucken, das ist ja... Wahnsinn, was hier alles auf uns hineinprasselt. Ja, hast es bald, ich möchte weitermachen. Ich möchte die erste Episodenmission sehen. Was immer auch das sein mag, wir gucken mal eben, was ist das? Lot out Slot, keine Ahnung, was das ist, muss wohl neu sein. Nehmen wir mal an, wenn ihr da... Oh, nochmal 15 Inventarplätze, cool. Nehmen wir. Inventarmodul mit 20 Plätzen, krass, was ist denn hier los? Eine Keycode-Erhöhung, mein Gott. Jetzt geht's aber richtig ab bei uns. So, muss ich jetzt mal gucken. Tut mir leid, dass es jetzt so viel Planung ist, was ich hier mache. Aber wir müssen einfach gucken, was hier überhaupt sich getan hat. Okay, ich sehe jetzt nichts großartig, was irgendwie anders sein soll wie vorher. Dann haben wir Clustergranaten. Was konnte die jetzt hier? Vollautomatisches Standardsturmgewehr. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das testen wir doch einfach mal. Dafür bitte. So, was haben wir noch gekriegt? Wir haben die SMG gekriegt, die brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Gut. Ja gut, würde ich sagen, testen wir das Ding einfach mal. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann würde ich sagen,
Gucken wir nochmal kurz ins Inventar. Wie viele Plätze haben wir jetzt? 37 von 80 Plätzen. Wie geil ist das denn? Also da brauchen wir jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr verkaufen oder entsorgen. So was alles. Und ich wollte nochmal kurz was nachgeguckt haben. Ist das das hier? Ich glaube, hier ist das. Wie viele von den Keycodes können wir denn jetzt haben? Steht da gar nicht mehr bei. Da steht jetzt nur noch 18. Ja gut, wenn man da unbegrenzt jetzt haben kann von diesen Key-Dingern, soll mir das recht sein. So, wir müssen auf jeden Fall hier rein und die Vorratskisten zerstören. Das Observatorium. Die dunkle Materie lagert ihre Waffen in einem alten Observatorium, bevor sie diese an ihre Soldaten verteilt. Nehmt ein Exemplar pro Waffe mit und sabotiert ihre Vorräte. Das Observatorium wird von Gefechtstürmen der dunklen Materie gut bewacht. Akzeptieren. Also es kann ja nicht so schlimm sein wie das, was wir bisher immer machen mussten. Also ich spiele jetzt hauptsächlich auf diesen hässlichen Bosskampf an, den wir da in der letzten Aufnahmesession hatten. Starten wir die Mission. Haben die vielleicht auch mittlerweile die Quest auf Deutsch übersetzt? Wäre natürlich super. Wobei, wäre nicht super, weil wir haben den Anfang der kompletten Questreihe ja schon in Englisch gehabt. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen raus. Ich habe, wie sie sagte, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr dieses Game gezockt, weil ich habe einfach keine Ruhe mehr. Es gibt keine einzige ruhige Minute mehr in diesem Haushalt, wo die Katzen nicht irgendwie durchdrehen und hier durch die Gegend rennen. Vor allen Dingen, seitdem wir jetzt mittlerweile auch dieses neue Katzenbaby haben, was jetzt 7 Wochen alt ist und sowas alles, das ist halt neu und da müssen die gucken, aber Katzen. Alles scheint schwer bewacht. Das können keine normalen Vorräte sein. Mal sehen, was sie da haben. Seitdem ich das Kollektiv verlassen habe, haben bedeutende Entwicklungen in der Archentech stattgefunden. Nimm dir einige Proben aus jedem Sortiment und zerstöre den Rest. Die dunkle Materie wird sich einen anderen Händler suchen müssen. Oh, wir haben Deutsch. Was ist denn hier los? 3, 2, 1. Boah, was geht denn hier los? Wir sind ja sofort mittendrin statt nur dabei. Aber die Waffe ist jetzt schon geil. Guckt euch mal an, was die Waffe... Uah. Hallo. Ich muss woanders hin. Boah, die ist so geil, die Waffe, was die mit den Rüstungen anstellt. Hallo, oh, was ist denn hier los? Ich muss hier erstmal irgendwo in Sicherheit gehen. Komm schon. Boah, ist das geil, die Schilde, die sind ja sowas von weg. Herrlich. Ich mag die Waffe jetzt schon. So, irgendwo schießt da noch einer. Wir müssen irgendwas erledigen. Ich habe aber keine Ahnung, was. Oh nein, schon wieder so einer. Ich hasse ja diese Viecher. Was haben wir denn hier? Hier kann man mal eben kurz Munition einsammeln. Hallo? Hast du jetzt Munition gesammelt? Nö, natürlich nicht. Scheiße! Wolltest du mich verarschen? Was? Wo ist denn da schießt? Mann. Hallo, ich würde ganz gerne hier auch mal... Kommen die eigentlich unbegrenzt oder ist auch irgendwann mal Schluss? Irgendwann mal Schluss wäre ganz geil. Das nenne ich Feuerkraft. Ja, das nenne ich auch Feuerkraft. Mann. Mach doch mal die Viecher hier weg. Da kommen die schon wieder, die nächsten. Das ist doch sensationell. Naja, wenigstens gibt es viele Punkte. Mal gucken, wie weit wir es in dieser Mission schaffen. Was haben wir denn da? Auf jeden Fall irgendeine Waffe, die wir mal ausprobieren sollten. Oh Mann, oh nein, die kommen aber wirklich von allen Seiten. Ach nö, leck mich doch. Kriege ich eigentlich gar keinen Schaden oder kommt mir das gerade nur so vor? So, die sind weg. Wisst ihr was? Hier, leck mich. Komm schon, verreck doch mal endlich. Komm, wir nehmen jetzt hier mal die Waffe. Guck mal, was die bringt. Die bringt ja mal gar nichts. Weg mit der Waffe, bitte. Oh Mann, wie komme ich denn hier weiter? Das ist ja unmenschlich. Warte mal, ich laufe einfach mal durch. Irgendwo, ob wir was anderes finden. Irgendwie Schaden kriegen wir ja gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade so gewollt ist von den Machern. So, den haben wir weg. Aufstellung,
Irgendwann muss ja mal Schluss sein mit Gegnern. Kann ja nicht sein, dass hier unbegrenzt Gegner kommen. So, den haben wir weg. Ah, die ist ein bisschen schwächlich auf der Brust. Das muss man schon sagen. Aber sonst ganz geil, weil die Rüstung einfach schnell im Arsch ist. So, dich haben wir weg. Ach nö, nicht bei dir. Geh weg. So, einmal hier raus. Mach mal den erstmal Platz. Na, ich bin mir echt nicht sicher, ob das so gewollt ist. Dass wir überhaupt gar keinen Schaden kriegen. Oder sind wir mittlerweile so gut, was Rüstung angeht? Ich bin mir da nicht so sicher. Moment, haben wir noch so irgendwelche Spikes? Das waren die Nummer 2, ne? Jo. Holen wir uns nochmal Munition. Oh, das war sogar der letzte. Da müssen wir auch mal wieder Nachschub holen. Komm, hau ab. Ach Mann, ich hasse es. Ich hasse diese Fritzen mit ihrem Schutzschild. Und ich muss jetzt mal gucken, wo wir überhaupt als nächstes hin müssen. Wir haben auf jeden Fall Ego-Level abbekommen. Ist auch sehr schön. Wir rennen hier jetzt einfach dran vorbei. Scheiß drauf. Die tun uns ja sowieso nichts, so wie es aussieht. Schnell weiter. Moment, ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen nach oben irgendwie hin. Ach du Scheiße, wie sollen wir denn da oben hinkommen? Hier ist ja alles voll. Was ist das? Das kann doch... Aua. Aua, aua, aua. Oh, wieso kriege ich jetzt Schaden und gerade nicht? Ich verstehe es langsam nicht mehr. Ja, uns geht es gerade nicht so gut. Ich gehe mal kurz ins Häuschen rein. Hoff mal drauf, dass ich irgendwie hochkomme. Wie geht's denn hier nach oben, verdammt? Hier muss doch irgendwo ein Weg nach oben sein. Ist das hier vielleicht? Das sieht ja schon fast gut aus. Das sieht ja hier schon fast gut aus. Was haben wir hier? Irgendwelche Munition, die wir einfach mal nicht mitnehmen, doch mitnehmen. So, dann gehen wir mal weiter. Der ist mir scheißegal. Leck mich. Wer will denn mit dir spielen? So. Den haben wir auch weg. Sehr schön. Die Waffe nehmen wir uns natürlich mit. Und dann zerstören wir hier wieder die Kisten. Schwere Waffen gesichtet. Was haben wir da? Ach, eine Pistole. Wer braucht denn eine Pistole? Braucht doch kein Mensch. So, als nächstes geht's hier rein. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen suspekt vor. Hier so viele Gegner und irgendwie werden das nicht weniger und wir kriegen irgendwie keinen Schaden. Also ich hätte mir vielleicht die Patch Notes doch nochmal genauer durchlesen müssen. Aber das Beste ist einfach, dass wir im Moment gar keinen Schaden, wieder die deutschen Quests haben. Also deutsche Synchronisation. Das gefällt mir doch sehr gut. Aufstellung bei mir. Lasst mich in Ruhe. Ich muss irgendwie nach oben, aber wie? Hallo? Ich will nach oben? Antreten, Soldaten. Nach oben? Wie komme ich nach oben? Liebe Freunde? Da komme ich nach oben. Während die auf mich schießen gehen, mal. Nee, ist falsch. Sag mal, wie komme ich... Ah, hier. Sicher, hätte ich mir ja denken können. Aua. Oh, die Scharfschützen machen doch ein bisschen mehr Schaden. Das ist natürlich nicht so doll. Hallo? Komm, friss das. Sehr schön. Nächste Kiste weg. Jawohl, was haben wir hier? Wieder nur eine Pistole. Was soll ich denn mit den ganzen Pistolen, verdammt mich. So, und was müssen wir jetzt machen? Zerstöre die Vorratskisten. Ach, da hinten haben wir noch eine, so wie es aussieht. Dann gehen wir da auch nochmal hin. Oh Mann. Schmeiß nochmal eine Granate, dankeschön. So, und weg hier. Scheiß auf die Deppen. Aua! Ah, das ist ja der reizende Krieg, ist das. Ach, der beschützt die Vorratskiste. Soll er mal machen. Aua, 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 aua. Ich muss doch ein bisschen aufpassen. Jetzt werde ich dann doch ein bisschen zu übermütig, muss ich gestehen. Sehe eine Eliteeinheit. So, sehr schön. Eine Kiste ist wieder... Uah, da darf ich nicht runter. Ich verblute. Ja, ja, du verblutest. Was muss ich denn jetzt machen? Erledige die Bollwerke der dunklen Materie. Na, bravo. Aua, 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 aua. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht von den Scharfschützen und dem ganzen Quatsch da erledigt werde. Genau von diesen Drecksäcken.
Was zur Hölle? Lass mich dran vorbei. Oh nein, ich wollte doch nicht runter. Ich wollte doch nicht nach unten, Mann. Obwohl, hier ist vielleicht gerade mal etwas ruhiger. Oh, und mittlerweile kriegen wir ein bisschen Schaden, weil wir... Mittlerweile kriegen wir ein bisschen Schaden, weil unsere eine Panzerplatte abhanden gekommen ist. Jetzt verstehe ich das. Also, die haben sie mittlerweile dann doch die Panzerplatten mal mit eingebaut. Also... Haben sie die Panzerplatten dann doch mal ausnahmsweise... ja, ich komme gerade nicht drauf. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir kriegen die ganze Zeit keinen einzigen Schaden und jetzt machen sie uns platt oder was? Ach, das ist doch ein Witz, ist das doch. Da ja, danke. Super. Super, schießen wir uns runter. Ey. Ja, natürlich erneut versuchen. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun hier. 3, 2, 1. Zerstöre die Vorratskisten. Ja, mache ich. Ah, das geht mir doch jetzt schon wieder auf den Sack. Ja, und da wir jetzt sowieso keine Panzerplatten mehr haben, ist das sowieso ganz wunderbar. Ich versuche jetzt natürlich mal etwas anders vorzugehen. Also, wir werden aber auch nicht weniger, ne? Da können wir abknallen, so viel wir wollen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig abgeneigt, was dieses DLC angeht. Also, es macht einfach keinen Spaß, dieses DLC, weil es einfach viel zu übertrieben ist. So, wir versuchen jetzt... Ja, nee, ist klar. Elite ausgeschaltet. So, den haben wir schon mal weg. Ich versuche das jetzt mal, die einzeln wegzuknallen. Gucken, ob das irgendwie hilft. Ob das irgendwas bringt. Hier unten haben wir doch noch einen rumrennen. Ja, komme ich nicht hin. So tief kann ich nicht zielen. Aber von hier aus kann ich schon mal die erste Kiste platt machen. So. Waffen gesichtet. Ach, guck mal, und da kommen sofort die nächsten. Ist ja super. Jetzt können wir uns den da hinten auch noch wegholen. Mach deinen Frieden. So. Den haben wir da. Da kommen wir nicht dran. Dann versuchen wir es mal ein bisschen weiter zu kommen. Mal hier oben rum. So. Den haben wir auch weg. Wie schaut's hier aus? Hier scheint ja noch einiges an Gegnern zu sein. Komm schon. Den haben wir down. Den haben wir auch down. Oh, jetzt kommt von hinten wieder so ein Schwein. Komm schon. So, die zwei haben wir. Also so wie sie jetzt im Moment ausschaut, lichten sich doch die Reihen ein wenig. Zwar nicht so sonderlich extrem, aber doch schon ein wenig. So. Den haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zum nächsten weiter vordringen. Da drin scheint einer zu stehen. Der ist aber auch schnell weggebürstet. So, und jetzt heißt das für uns, wir müssten hier unten mal ein bisschen metzeln. Ah, die Waffe gefällt mir schon recht gut. Die ist sehr direkt. Die trifft auch, hat auch einen schönen Trefferbereich. Wer schießt denn da schon wieder auf mich irgendwie? Wir holen uns jetzt erstmal den da hinten weg. Komm mal her. So. Der ist ja, gibt jetzt erstmal Ruhe hier. Dann müssen wir da oben mal gucken, ob wir die irgendwie erwischen. Komm mal her. Der ist weg. Die Sniper-Fuzzis hauen wir auch mal eben weg. Sehr schön. Na toll, natürlich. Na, wieso habe ich den denn jetzt? Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt haben wir ihn getroffen, meine Herren. Ich wollte schon sagen, was zur Hölle. Boah, wie die mir da auf den Sack gehen, ne? Da hinten.
Leckt mich am Arsch. Die haben wahrscheinlich die Waffen gar nicht in der Kiste gebunkert. Die benutzen die alle. Mein Gott, wie viele Millionen Gegner hier nur so oben stehen, ey. Komm, du auch weg. Nochmal. Elite ausgeschaltet. Jawohl. Bevor der sein hässliches Schutzschild da anmachen kann. So, den da oben knallen wir auch eben weg. Ey, was war das denn? Mach deinen Frieden. So, damit haben wir von da oben auch schon mal Ruhe. Das ist schon mal schön. Und ich glaube, dass diese Mission, also jetzt nachdem wir einmal gestorben sind, dass es jetzt doch richtig läuft. Weil jetzt scheinen die Gegner auch nicht mehr nachzukommen. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ist mir scheißegal. Ich mache die Mission jetzt eben fertig. Wobei, haha, eben fertig ist gut. Ich denke mal, was haben wir da? Ich denke mal, ich werde mir gleich ein sicheres Örtchen suchen und dann werde ich den Part beenden. Denn ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Ich muss noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Was war das hier? Lief da nicht gerade einer rum? Hallo? Wo bist du? Guck dir den an! Versucht der hier von hinten ranzukommen? Ich glaub's ja nicht. Ich wollte schon sagen, da ist doch gerade irgendeiner mit dem Kopf rumgeschlichen. Wo ist denn hier das nächste, die nächste Kiste? Ach, da unten. Das nenne ich Feuerkraft. So, das war die nächste Kiste. Jetzt kommen natürlich wieder neue Deppen. Die schalten wir aber noch eben aus. Komm mal her. So, den haben wir weg. Na, die kommen da jetzt wieder nicht, wa? Machen wir jetzt den da. Haben wir hier noch einen? Irgendwo ist hier doch noch einer unterwegs. Da. So, Drecksack. Oh, da noch einer. Sehr schön. Sag mal, wo kommen die alle her? Als ob die auf nichts kommen. Liebe Freunde. Tut mir einen Gefallen und hört auf, die ganze Zeit hier angescheißert zu kommen. Das ist schon wieder alles voll. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also irgendwie, ich glaube, ich... So, den haben wir auch. Machen wir den noch eben. Da ist schon wieder der nächste, der um... Wie soll man denn hier mal eben eine Aufnahmepause machen? Verdammt! Ich brauche Munition. Ja, jetzt braucht er auch noch Munition. Ich bin ja begeistert. Gibt es hier irgendwo eine Munitionskiste, bitte? Da unten, wa? Ja, da unten ist eine Munitionskiste. Die greifen wir uns doch einfach mal. Das macht die scheiß Kiste auf, Mann! Geht doch. So. Dann haben wir den weg. Dann kommt hier noch einer. Und ich bin ja mal gespannt, ob das irgendwann mal ändert. Oder ob das jetzt so weitergeht mit jeder Kiste, die man macht, dass da mehr kommen. Da guckt euch das an. Schon wieder einer da. So. Du weg. Ach nö, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn da jetzt schon wieder ein Scharfschütze? Mach deinen Frieden. So, der Scharfschütze ist schon mal wieder weg. Das ist schon mal sehr schön, weil das sind doch mit die gefährlichsten, finde ich, von allen. Weil wenn die treffen, sind wir schon immer halb tot. Und das ist natürlich nicht so toll. Verreckt er jetzt auch? Dankeschön. Mein Gott im Himmel, ey. So, das ist der nächste, den wir weg haben. Ballern wir ihn weg. Oh, jetzt aber so langsam sieht es aus, als ob wir es hinbekommen. Dass wir die Reihen lichten. Und das ist doch schon mal eigentlich eine ganz gute Sache. Was? Deck mich. Ach, der ist da oben. Der ist da oben. Wo, warte mal, kommen wir da oben irgendwie dran? Ich würde den da oben gerne auch noch wegbraten und dann eben kurz eine Aufnahmesession machen, weil hier sieht es ja jetzt doch relativ ruhig aus in dem Gebiet. Hallo, lass mich mal hier hoch, bitte. Dankeschön. Das sieht hervorragend aus. Du hast das letzte Mal auf mich geschossen, du alter Sack. Ah ja, stimmt. Hier sind wir ja vorhin mal runtergefallen. Hallo, hier bin ich. Junge, bist du doof. Bist du doof, lieber Freund. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann in 2 Tagen zum nächsten Part von Defiance wieder. Ich hoffe natürlich, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und dann auch wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!